Ja, hallo liebe Bocholter hier aus meinem Wohnzimmer. Wir waren einige Tage abwesend. Das lag einfach daran, dass wir umgezogen sind. Wir haben nämlich in der Stadt ein kleines Büro eröffnet und wie vielleicht einige Spezialisten auch schon erkennen, deshalb ist es auch nicht mehr mein Wohnzimmer, sondern es ist, ich muss mal eben hier gucken, Moment, einen Übergang schaffen, es ist ein Büro mit einem Greenscreen, im Hintergrund sieht man das. Und da können wir also die Hintergründe einblenden, in diesem Fall ein Wohnzimmer, demnächst wahrscheinlich auch andere Motive. Da, so ist das zu erklären, dass wir jetzt mit einem etwas leicht veränderten Bild kommen. Wundern Sie sich nicht, wenn ich ab und zu mal nach links oder rechts schaue. Ich bin jetzt hier auch mein eigener Regisseur und muss also sehen, dass ich die Überblendung hinbekomme, aber das schaffen wir schon eben. Neues von der Corona-Front, die Zahlen der Infizierten gehen leicht weiter runter, aber noch kein Grund von einer Trendwende zu sprechen, meint der Landrat Dr. Kai Zwicker. Der ist übrigens im Moment sehr präsent, verständlich angesichts der Situation. Dagegen verschwindet unser Bürgermeister nach meiner Ansicht mehr und mehr in der Versenkung. Er ist, wie ich jetzt erfahren habe, nicht mal Mitglied des Bocholter Krisenstabes. Der wird angeführt von dem ersten Stadtrat Thomas Waschki. Der Krisenstab arbeitet sehr gut, das ist gar nicht zu kritisieren. Aber ich finde, in einer solchen Zeit wie zurzeit, mit solchen Auswirkungen, muss einfach auch ein führender Politikvertreter und vor allen Dingen eben auch ein führender Bürgervertreter in diesem Krisenstab sein. Und da der Bürgermeister das nochmal beides in Personalunion ist, bin ich dafür oder muss nach meiner Ansicht die Führung eines Krisenstabes auch Chefsache sein. Apropos Politik. Die kommt langsam wieder in Fahrt. Am 29. April findet eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses statt. Und der diskutiert unter anderem über ein paar Anträge von Fraktionen. Da geht es um die Finanzierung der Bocholter Tafel oder um ein Autokino in der Stadt und seit neuestem eben auch um einen Hilfsfonds für Vereine, den hat die CDU beantragt. 100.000 Euro sollen bereitgestellt werden. An sich eine super Sache. Ich fürchte nur, es wird ein bisschen schwierig sein, da die Verteilungskriterien zu finden, weil irgendwie sind ja doch alle Vereine betroffen. Ich wünsche der Verwaltung viel Erfolg und viel Glück bei der Erarbeitung der Förderrichtlinien. Das wird mit Sicherheit eine Sisyphusarbeit. Ab Montag übrigens können ja wieder die meisten Geschäfte geöffnet werden. Viele Läden in Bocholt bereiten sich darauf schon vor, wie zum Beispiel auch das Schuhhaus Rekers. Ich habe hier ein aktuelles Foto. Die haben sich also schon ordentlich mit Masken eingedeckt, damit also die Kunden nicht immer diese Gesichtsmasken mitbringen müssen, können sie sie dort bekommen. Eine gute Idee, finde ich. Und eine ebenfalls sehr gute Idee hat der Apotheker Wolfgang Mattena von der Osterthor Apotheke. Er hat nämlich in Verbindung mit der Firma Pergan Handdesinfektionsmittel in großen Mengen produziert und sie Hilfsorganisationen und anderen zur Verfügung gestellt. Aber hört einfach mal selbst rein. Seit einigen Wochen bestimmt die Corona-Krise unseren Alltag auch in der Apotheke. Ein Teil der großen Nachfragen waren neben fehlenden Masken auch das Fehlen von Handdesinfektionsmitteln. Wir haben dann auch sofort mit der Eigenherstellung angefangen. Erst literweise, dann sehr schnell in 20 bis 100 Liter Ansätzen. Unterstützung bei den größeren Mengen bekam ich durch Maßgefäße der Bocholter Chemiefirma Pergan. Durch Anfragen bei Arztpraxen und Firmen über das lokale Ärztenetz und unser Stadtmarketing kamen wir sehr schnell auf mehrere hundert Liter Bedarf. Wir haben dann in Eigenproduktionen an die 300 und zusammen mit der Firma Pergan nochmal 600 Liter Handdesinfektion hergestellt und konnten damit Altenheime, Arztpraxen, Feuerwehr, Polizei und etliche Firmen in Bocholt versorgen. Der Erlös aus der Gemeinschaftsproduktion mit der Firma Pergan spenden wir der Bocholter Tafel. Ja, eine super Sache. Daumen hoch. Neues gibt es im Übrigen auch vom Bocholt Shop. Der ist nämlich jetzt sozusagen selbstständig geworden. Wir haben ihn aus Medien Bocholt herausgelöst und er hat jetzt eine eigene URL bekommen, nämlich bocholt.shop. Und dort kann man eben viele Sachen bestellen, wie hier zum Beispiel Angebote von der Firma Das Fleisch.
aber eben auch von anderen Firmen wie jetzt hier Beispiel Bed Bath & Co. Man muss nur eigentlich, um Produkte zu finden, die es im Büro zu kaufen gibt, oben in die Suchleiste gehen und 3-4 Buchstaben eintippen. Hier suchen wir zum Beispiel nach Pfannen und schon kommt eine Auswahl der Ergebnisse. Man kann sich auch alle anzeigen lassen und da sieht man schon, was es im Beholt alles zu kaufen gibt. Ja, da hat es jetzt gerade geklingelt. Das passiert natürlich auch. Ab Donnerstag öffnen übrigens auch die Schulen wieder. Dann sollen vor allen Dingen die Abiturienten wieder in die Schule kommen. Und Klaus Rühling hat mal den Direktor des Origi-Gymnasiums interviewt, wie denn die Lehrer mit diesem Problem oder mit dieser neuen Situation umgehen. Hört mal selber. Es muss im Grunde alles neu gedacht, neu erfunden, neu konstruiert und neu organisiert werden. Aber ich denke, die reine Organisation ist jetzt nicht das Problem. Ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass die Organisation möglich wäre unter Einhaltung der Distanzregeln, wenn man sich vorstellen würde, dass die gesamte Schule wieder anfangen würde. Deswegen müssen wir schauen, was das Ministerium im weiteren Verlauf entscheidet, in welcher Reihenfolge Schüler nun in die Schule dürfen und wie wir das regeln sollen, dass die Klassen halt nicht so groß sind, sondern halt vielleicht nur 15 Kinder stark. Das sind noch Regelungen, die noch ausstehen und darauf warten wir eigentlich täglich. Ja, das ganze Interview könnt ihr sehen auf unserer Facebook-Seite. Dort gibt es eben auch weitere Interviews von Klaus Rühling. Schaut einfach mal rein. Übrigens, wer es genau hingesehen hat, ich habe meine Haare kürzer. Ich war natürlich nicht beim Friseur, das ist ja im Moment verboten. Mein Schatz Jacqueline hat die Hand angelegt und mit scharfer Schere und vor allen Dingen scharfen Augen geschnitten. Ich find's gut. Zum Abschluss das Wetter. Am Wochenende wird's zunächst wolkig und ab Sonntag dann sehr, sehr sonnig. Übrigens die nächsten Tage auch. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bleibt zu Hause und vor allem bleibt gesund.